Heute sind wir zu Gast bei Martin Stern, einer der letzten Handweber in Tirol, da im Stuweital. Und der Martin, der verdient das Handweberei wirklich, weil du machst ja wirklich noch alles mit der Hand, oder? Ja, eigentlich kann man sagen, dass ich einen fairen Web stelle und ohne dass man mit Hand was tut, geht auch nicht. Also das ist nicht automatisch, tun wir schon was selber Schiffel durchschießen oder die Gabel mit der dicken Schaufelle durchschießen. Also für selber läuft nicht. Nein. Seit wann gibt es denn keine Handweberei schon? Ja, die wird jetzt noch bald 100 Jahre geben. Also mein Großvater hat angefangen, der ist nach dem Ersten Weltkrieg heimgekommen und hat sich dann gedacht, jetzt werden wir was lernen, weil er hat irgendwie kein Erbe erwarten können. Und nachher ist er bei seinen Nachbarn in die Lehre gegangen und hat das Weberhandwerk gelernt. Und nach was zwei oder drei Jahren, war damals Lehrzeit, hat er sich eigentlich nachher gleich selbstständig gemacht. Und du machst jetzt in dritter Generation? Ich bin jetzt in dritter Generation. Schauen, wie es weitergeht. Weiß man nicht, aber wird man sehen. Technisch hat sich nicht viel geändert, oder? Der Webstuhl da ist aber noch der gleiche. Nein, der Webstuhl ist schon ein bisschen jünger. Also der ist aus den 50er Jahren, also halb so alt. Aber was noch ist, bei dem Webstuhl ist ein Tal eingebaut. Das ist also ein altes Radl, das hat mein Vater irgendwie eingebaut, weil es runtergekommen ist. Das ist auf einem Foto aus den 30er Jahren drauf, wo mein Großvater auf einem anderen Webstuhl web, aber das Radl ist im Vordergrund. Also das ist damals schon für meinen Opa gebraucht worden. Und auch also ein Brathalter, also ein Spanner, sagen wir, da ist auch noch von meinem Großvater, wie er eingeschnitzt hat, das Franz Stern. Also das, mit denen arbeite ich jetzt auch noch. Also haben sie noch recycelt wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Einfach. Da hinten sieht man die Stoffballen mit den, wo man alten Stoff zusammengenäht, glaube ich, hat. Da hat man einen Fleckerlteppich gemacht. Da wird das heute auch noch verwendet. Wird auch verwendet, ja. Nicht mehr so viel wie früher. Also 50er, 60er Jahre ist wahnsinnig viel gewesen. Jetzt wird es eher verdrängt, ein bisschen durch einen echt komfortablen Schaufelteppich. Also heute hauptsächlich Schaufelle, oder? Genau. Und was machst du sonst noch? Reparaturen und so Sachen werden auch gemacht? Oder das meiste Auftragsarbeiterinnen? Das meiste sind schon einfach Auftragsarbeiten. Dass jemand mit einer bestimmten Moosvorstellung oder Farbvorstellung kommt und ich versuche, das möglichst nach Kundenwunsch umzusetzen. Es ist nicht allem ganz leicht, aber man versucht es halt und man trifft es eigentlich eh ganz gut. Und was vielleicht heute bei vielen Leuten nicht mehr ist, du bist mit deinem Beruf glücklich und zufrieden, sagst. Und da gibt es auch ganz bestimmte Momente, die was du da rausnimmst, oder? Genau. Ich denke mir oft, ich bin also das Gegenteil von Amazon. Amazon muss Stand der Bede sein. Gell? Da bestellst du heute und morgen muss das Backel da sein. Ja, das geht nicht. Bei mir dauert es halt alles ein wenig länger. Und war schon auch die einmal, wenn ein feines Wetter ist, dann gehe ich entweder in den Berg oder hocke mich frisch gut in die Sonne raus und denke mir, ist heute gerade schier Tag. Also es ist nicht so, dass ich wie eine Maschine arbeite. Nicht das. Was sind jetzt für dich so die Lieblingsstickeln, was du machst? Das ist ja immer so, wenn man arbeitet, gibt es Arbeiten, die muss man machen, was man vielleicht nicht so gern macht, aber es gibt auch viele, die was man besonders gern macht. Was machst du jetzt besonders gern? Ja, da kann ich dir jetzt gar keine richtige Antwort geben. Da ist eher so eine Geschichte gewesen, in den vier Webstühlen. Und dann hat einmal ein Gast gefragt, ach, auf welchem arbeiten Sie denn am liebsten? Und ich gesagt, nein, liebsten ist mir der Weg von einem zum anderen. Also quasi die Abwechslung. Ja. Also die so, weißt du, auch die, weißt du, blöd ungeredet, muss er auch heben. Ja, dazu. Ja. Aber das ja, ist das Wichtige am Leben. Ja. Herzlichen Dank für den Einblick in die super Werkstatt bei dir. Weiterhin viel Erfolg und wir sehen uns wieder nächste Woche bei Allerhand aus dem Tiroler Land.